Hallo zusammen! Heute möchte ich euch gerne einmal zeigen, wie ich mein Keyboard, mein Yamaha Keyboard, organisiert habe. Also wie ich Sounds und Styles auf dem internen Speicher ablege. Ich nutze dafür den Bereich Registration Memory. Die Registration Bank aktiviere ich entweder durch die Taste J oder durch gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten Regist Bank Select. Mit der Taste 8 gelange ich in die obere Ebene der Datenbank. Wie ihr seht, habe ich mir für die gängigen Buchstaben des Alphabets jeweils Ordner angelegt. In diesen Ordnern lege ich die Einstellungen für meine Songs einfach nach dem Namen des Stückes ab. So habe ich immer einen schnellen Zugriff auf die einzelnen Songs. Ich zeige es euch gerne einmal.
wie gehe ich an einen neuen Song ran? Ich möchte mir für unser kleines Beispiel hier einen langsamen Walzer registrieren und diese Registrierungen abspeichern. Ich wähle also zunächst aus der Rhythmusgruppe Ballroom den Style English Waltz. Im Style Control nehme ich die Variation B. Für den Sound greife ich auf die Vorlagen unter One-Touch Setting zurück. Ich nehme die erste Variation, einen wunderschönen Streichersatz. Den ausgewählten Style, die Style-Variation samt Sound lege ich nun in der Registration Bank ab. Hierzu Taste Memory und Speichertaste 1 gleichzeitig drücken. Als zweiten Sound nehme ich ein Piano. Ich wähle aus der Soundabteilung das Ambient Piano. Gleiche Prozedur, Memory-Taste drücken, jetzt Registrationsplatz 2 anwählen. Für den dritten Speicherplatz nehme ich aus der Gruppe Akkordeon Cassotto, Memory-Taste, Registrationstaste 3. So, nun möchte ich gerne meine Zusammenstellung, meine Registrierung im internen Speicher des Keyboards sichern. Durch gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten gelange ich in meine Registrationbank. Hier möchte ich gerne in dem Ordner L meine Registration langsamer Walzer abspeichern. Dafür drücke ich die Taste Save. Es erscheint nun ein Schreibfeld und hier ist ein Name vorbelegt. Den lösche ich, indem ich einen Moment auf die Taste Delete drücke. Nun kann ich mit den Tasten den Namen meines Songs oder meiner Registration eingeben. Ich wähle einfach den Begriff langsamer Walzer. Nun die Eingabe mit OK bestätigen, Taste 8, fertig. Nun zeige ich noch schnell, wie ein Ordner angelegt werden kann. In meinem Beispiel will ich den Ordner Q für Quando Quando anlegen. Drücken Sie die Taste 7, Folder. Um die Vorbelegung New Folder zu löschen, halten Sie die Taste Delete etwas gedrückt. Geben Sie nun ein Q ein, mit OK bestätigen und schon haben Sie Ihren Ordner angelegt. So, und nun ran ans Keyboard. Viel Spaß beim Einstellen, beim Programmieren, beim Spielen mit eurem Keyboard.